Hallo liebe Abonnentinnen und Abonnenten, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer ohne Abo. Wie ihr dem Titel schon entnehmen konntet, geht es heute wieder um meinen Chaosgarten, den ich ja im Herbst schon mal vorgestellt habe und in diesem Frühjahr auch wirklich bepflanzt habe. Ich musste ein paar Veränderungen vornehmen, denn eigentlich sollte ja der Garten hier am Haus der Wintergarten werden. Da wäre es jetzt im Juni eigentlich erst so richtig losgegangen mit der Aussaat für den Herbst nachher und für die Winteraussaat. Allerdings kamen mir ein paar Probleme dazwischen. Ich konnte also nicht so, wie ich wollte, nach draußen an den Bungalow fahren. Da habe ich nur zwei Beete mit Kartoffeln bepflanzt, denn da sollten eigentlich die ganzen Sommerpflanzen hin, die Tomaten, die Paprikas, Auberginen und alles Mögliche, was jetzt alles hier bei mir auf den Hochbeeten wächst, musste da noch umdisponieren. Ich hatte ja schon ein Hochbeet aufgestellt im letzten Jahr und es sind inzwischen noch ein paar dazugekommen, aber ich werde euch jetzt erstmal einen Gartenrundgang von Anfang Mai hier mit reinsetzen. Da bitte ich zu entschuldigen, der Wind kommt um die Ecke und der Sound ist jetzt nicht unbedingt überragend, aber ich lasse es mal so. Auch die Kameraführung ist vielleicht nicht so die beste. Ihr könnt trotzdem sehen, was im Garten so vor sich geht und ich melde mich dann nach diesem kurzen Rundgang gleich wieder. Mein heutiger Gartenrundgang beginnt hier vorne eigentlich am Lasagnebeet, wo ich gerade noch eine Tomatenpflanze reingetan habe. Der Knoblauch steht noch. Ich habe hier nach dem Chop-and-Drop-System gearbeitet. Immer wenn das Gras rauskommt, dann reiße ich es raus und lege es oben drauf als Mulch. Das ist ein Experimentierbeet. Mangold hatte ich gepflanzt, wurde von Schnecken gefressen. Gurken sind da in der Mitte drin. Ganz hinten habe ich noch irgendwelche Blumen und eine Rosella-Pflanze. Und die ganzen Pflanzsäcke, die ihr dort seht, beinhalten Kartoffelpflanzen. So, der Highlight des Gartens ist im Moment dieses Hochbeet. Ihr seht, der Spinat ist schon reif. Den wollte ich eigentlich heute auch ernten, aber dann ist mir der Komposter dazwischen gekommen. Ich habe also meinen ganzen Komposthaufen durchgesiebt und auf mein Hügelbeet gebracht. Ich habe dann auch noch ein bisschen Erde gekauft, das kommt dann drauf und dann werde ich da den ganzen alten Samen, Zucchinis, Kürbisse und was ich so habe, drauf tun und hoffe, dass irgendwas wächst. Ihr seht da an der Seite oder vielleicht auch nicht, sind ein paar Tomaten gepflanzt und hier habe ich immer noch Chaosgarten. Habe einfach die alten Säcke hier hingelegt, damit ich trockenen Fußes hier durchkomme. Ich habe hier auch ein kleines Bewässerungssystem. Hier ist mein Regner. Der regnet aus der Zisterne unterm Wintergarten. Und ein Schlauch führt dann auch da hinten zum Fass. Das ist jetzt immer voll, weil aus der Zisterne dann auch da reingepumpt wird. Also alles schick. Ihr seht hier Pflanzbeutel und ja, diverse Sachen, die jetzt nicht so ansehenswert sind. Aber ich habe den Garten recht gut in Gange. War ja nur auch lange zu Hause wegen, ihr wisst schon. Und ja, werde euch dann jetzt gleich mitnehmen ins Gewächshaus. So, Blick von draußen ins Gewächshaus. Ich zeige euch nur die eine Seite, weil nur eine Seite relativ gut aussieht. Ich gehe auch gar nicht weiter mit euch rein, weil es da drin so laut ist. Meine Belüftungsanlage funktioniert. Die Pflanzen in der Mitte, das sind Gurkenpflanzen, die ich aus Samen herangezogen habe. Dann stehen da noch ein paar Tomatenpflanzen, Paprikapflanzen. Ich habe auch Paprikapflanzen hinter den Gurken ausgepflanzt, da direkt an der Wand. Die kriegen jetzt nicht so viel Wasser, aber naja, ich hoffe mal, dass die da gut wachsen. Ganz hinten habe ich noch ein paar Melonen, die da sollen dann an dem Rand geht da hochwachsen. Weiß ich noch nicht, wie das funktionieren wird. Auf jeden Fall warte ich jetzt mit Spannung auf meine neuen drei Hochbeete, damit ich die ganze Pflanzenanzucht, die ihr hier vorne seht, dann auch noch auspflanzen kann. Also jede Menge Tomaten und Paprikapflanzen, Auberginen sind dabei, die Süßkartoffeln auf jeden Fall, die da in der Mitte stehen. Und ganz hinten, weiß ich nicht, ob man das von hier aus gut erkennen kann, sind Salatpflanzen in einem kleinen Becherchen ausgesät. Die sollen alle auf die neuen Hochbeete. Ja, die andere Seite ist weiterhin Chaosgarten, aber ich habe ein paar Kakteen gehabt, die geblüht haben. Aber davon irgendwann später mehr. Ja, ich sagte ja in dem Video, dass ich den Spinat eigentlich hatte ernten wollen. Ich habe den dann auch noch an demselben Tag geerntet, allerdings etwas später. Mein ganzer Einkaufskorb war voll. Es stellte sich heraus, nachdem ich den dann blanchiert hatte und in Tüten abgefüllt, dass es sich noch um ziemlich genau 1 Kilo handelte. Also ich habe jetzt einmal ein bisschen weniger als 500 Gramm in der Tüte und einmal ein bisschen mehr als 500 Gramm in der Tüte im Gefrierfach und freue mich schon darauf, wenn ich dann irgendwann wieder mal mir Spinat mache, dass ich meinen eigenen habe. Und ich habe auch ganz sicher vor, für den Winter
Winter bedarf mir noch mehr Spinat auszusehen. Aber dann kann ich vielleicht auch das Gewächshaus im Winter vielleicht mit Spinat besehen. Mal sehen, wie das alles wird. Das ist noch Zukunftsmusik. Im Moment, wie ihr gesehen habt, habe ich mein Hochbeet voll. Und ich war ja da zu dem Zeitpunkt auch noch in spannender Erwartung von drei weiteren Hochbeeten. Die sind dann in der nächsten Woche gekommen. Und es ging auch ziemlich schnell. Meine beiden Schüler aus der 13., die jetzt ja nicht mehr meine Schüler sind, denn heute, glaube ich, war die Ausgabe der Abiturzeugnisse ohne Abiball, ohne alles ganz schön traurig. Aber egal, die haben mir dann auch gleich noch den Pferdemist gebracht, sodass ich also innerhalb einer Woche alle drei Hochbeete aufstellen, mit Pferdemist befüllen und bepflanzen konnte. Ein bisschen Erde musste ich noch zusätzlich kaufen. Und ich habe dann nochmal Anfang Juni einen Rundgang durch den Garten gemacht, wo die neuen Hochbeete und auch mein gefährlich unaufgeräumtes Gewächshaus nochmal im Vordergrund stehen. Und dieses Video zeige ich euch jetzt hier. Wie immer beginnen wir unseren Rundgang hier an meinem Hochbeet. Das ist jetzt nicht mehr nur mein Hochbeet, sondern mein erstes Hochbeet, denn das war das, was als erstes gestanden hat. Ihr seht vielleicht den Unterschied, die Radieschen sind raus. Da ist jetzt eine freie Stelle, wo die Auberginen wachsen sollen und wo ich nochmal Salat gesät habe. Der alte Salat ist raus, der Eisbergsalat wirkt langsam, die Selleries wachsen, die Zwiebeln sind schön groß. Also dieses Hochbeet ist ein voller Erfolg. Dahinter seht ihr die vielen Taschen mit den Kartoffeln. Die Kartoffeln gucken jetzt raus. Ich habe schon gesehen, dass da auch ein paar Schnecken dran gefressen haben. Aber solange wir hier keine Kartoffelkäfer sind, lasse ich das mal. Ich habe dann hier auch was gemacht, was ich eigentlich nicht wollte. Ich habe Schneckenkorn gestreut, damit mein Mangold hier wachsen kann. Und ihr seht ja, er hat sich super erholt. Übrigens habe ich hier vorne, ihr seht, hier vorne ist gar nichts mehr. Da habe ich meine Knoblauchzehen geerntet. Vielmehr die Knollen, und die hängen da jetzt unterm Dach zum Trocknen. Sie sind ziemlich klein, also kleiner als ich gedacht hatte. Aber es war ja auch der erste Versuch. Die brauchen offensichtlich sehr viel mehr Dünger und sehr viel mehr Nahrung. Und hier habe ich noch eine Pflanze, eine Knoblauchpflanze, die scheint blühen zu wollen oder zumindest Brutzwiebeln ansetzen zu wollen. Ja, überall ist Mangold dazwischen. Und die Gurke ist eigentlich schuld daran, dass ich mir Schneckenkorn besorgt habe. Denn ich habe da eines Abends gesehen, wie 10 Schnecken sich dieser einen Pflanze genähert haben. Beziehungsweise waren es da, glaube ich, noch 3. Und 2 davon sind ja auch mächtig befressen worden und werden es wohl auch nicht schaffen. Aber die andere Pflanze, die wird was werden. Okay, und dann gehen wir jetzt mal zu dem. Ach so, erstmal vielleicht hier noch eine schicke Blüte von Je länger, je lieber. Oder auch Lonicera. Hier lang, vorbei an der Indianerbanane, die ich inzwischen ausgepflanzt habe. Kann man das erkennen? Dort wächst die Indianerbanane. Und dann habe ich ein weiteres Hochbeet hier hingestellt, gleich hinter den Apfelbaum. Und mit Tomaten bepflanzt und noch Zwiebeln dazwischen gelegt und Kohl gepflanzt. Also, weil hier hatte ich so gedacht, hier ist viel mehr Schatten, aber gegen Abend kommt hier sehr gut Sonne hin. Deshalb auch die Tomaten. Ihr seht ja, die sind schon mächtig groß geworden. Die Hitze vom Pferdemist wird da ihren Beitrag auch leisten. Aber also, ich bin total zufrieden mit den Hochbeeten. Hier steht meine kleine Feige. Und wie ihr seht, sind da auch jede Menge Feigen dran. Und hier unten habe ich die Rosellas im Topf. Eine habe ich im Gewächshaus, die sieht ganz anders aus. Da gehen wir dann auch gleich mal hin. Aber erst noch. Hier bei dem Unkraut nicht so genau hingucken, bitte. Erst noch vorbei am Gewächshaus zu den anderen beiden Hochbeeten, die ich mir noch bestellt und zusammengebaut habe und die jetzt hier wachsen. Auf diesen Hochbeeten befinden sich Süßkartoffeln, befinden sich Tomaten, befinden sich irgendwelche Chilis oder Paprikapflanzen. Und Salat habe ich überall zwischen gepflanzt und natürlich den kleinen Thymian, den mir mein Bruder letzten Freitag geschenkt hat. Ich hoffe, dass der hier ein bisschen was bewirkt und vielleicht ein paar Schädlinge abhält. Ja, und das hier ist das quasi das dritte oder wie man sagen will, vielleicht ist auch das zweite, ich weiß es nicht. Hochbeet, auch mit Tomatensalat, Zwiebeln, irgendwelchen Chili-Pflanzen, die sind ein bisschen klein und mickrig geblieben, aber die hatte ich auch ein bisschen später erst ausgesät. Und auch die Tomaten, das ist quasi die spätere Aussaat gewesen. Die sind also noch nicht ganz so groß. Und ich glaube, das ist auch eine Sorte, von der ich keine Ahnung habe, was das für eine Sorte ist. Und hier löst sich schon wieder der Gummirand. Der soll hier eigentlich festklemmen, aber der klemmt nicht. Naja, vielleicht muss ich mir mal da ein bisschen Kleber besorgen, dass er dran bleibt. Ja, also ihr seht, Hochbeete, mein neuestes Hobby, Hochbeete bepflanzen.
So, und da wir jetzt hier so schön unterwegs sind, mal an der Rose vorbei, die ja gerade blüht. Und wir gehen ins Gewächshaus. Denn da habe ich auch noch eine Blüte zu zeigen. Aber zuerst mal guckt mal, wie die Gurken gewachsen sind. Riesig. Also die ist schon fast so groß wie ich hier. Und die blühen. Ihr seht da die gelben Blüten, die überall durchgucken. Und ich wollte euch auch mal zeigen, da sind schon kleine Gurken dran. Eigentlich wollte ich so weit unten keine zur Reife kommen lassen, aber naja, wie das so ist. Und das hier ist auch noch eine Rosella und die sieht hier im Gewächshaus irgendwie viel besser aus als die da draußen. Und eine übrig gebliebene Tomate, eine Melone und im Hintergrund sind auch noch Paprika und Chili-Pflanzen. Ich glaube, die ersten setzen da sogar schon Blüten an. Hier ist mein Zimtbasilikum, das da wächst und jetzt Achtung, Achtung, es gibt eine Blüte. Guckt doch mal diese Pracht hier. Das ist eine Echinopsis huacha und ich glaube, die blüht zum ersten Mal. Ich habe die jedenfalls noch nie blühen sehen. Kann man mal sehen, was so ein bisschen Wasser ausmacht. Und auch die kleinen Mammillarien hier haben jede Menge Knospen. Hier vorne die Rebuzie hat geblüht. Was habe ich denn noch? Hier der, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ist bestimmt auch ein Astrophytum oder sowas hat geblüht. Meine Bischofsmütze und also es haben nur jede Menge Kakteen überlebt, aber es sehen auch einige sehr ramponiert bzw. tot aus. Ein paar habe ich schon aussortiert. Ich warte immer noch, vielleicht zeigt sich ja doch noch ein bisschen Leben. Aber mit dem Blick hier auf diese wunderbare Blüte beende ich jetzt meinen Rundgang und gebe ab an mich selbst in der Zukunft. Auch dieser zweite Rundgang, der liegt nun inzwischen schon wieder mehrere Wochen zurück. Ich glaube, das war vor 2 Wochen, als ich das aufgenommen habe. Inzwischen sieht man auf den Hochbeeten gar nichts mehr. Also keine Erde mehr. Man sieht schon noch was, nämlich die vielen Pflanzen. Das ist alles nur noch grün, alles ineinander gewachsen. Ich kann die ersten Salatköpfe schon ernten. Das heißt, von wegen kann. Ich muss die langsam ernten, weil ja sonst die anderen Pflanzen, die da noch ein bisschen länger drauf bleiben, sollen sich nicht richtig ausbreiten können. Den Zwiebeln scheint es egal zu sein. Also die sind jetzt schon lang genug. Die pieksen da überall durch und wachsen so vor sich hin. Aber ich will den Tomaten und den Paprikapflanzen nicht so viel Sonne klauen. Auch wenn der Kohl gerne im Schatten wächst, muss der Salat ja nicht alles überwuchern. So, und dann wollte ich euch noch erzählen, dass ich einen Igel im Garten habe. Ja, wirklich. Ich habe den im Frühjahr entdeckt, als ich meine Wasseranlage in Betrieb genommen habe. Da habe ich den nämlich aus Versehen gestört und habe dann ein bisschen später festgestellt, dass er da sich ein kleines Nest gebaut hat. Ich hoffe, dass er noch da ist. Ich habe ihn seitdem nicht nochmal gesehen, aber ich habe auch nicht danach gesucht. Also ich weiß nicht, ob er da ist oder nicht, ob er auf Wanderschaft gegangen ist, um sich eine Frau zu suchen oder ob es vielleicht eine Frau war, die sich jetzt einen Mann anschaffen will. Ich hoffe mal, dass die sich vermehren werden. Und dann meine Schneckenplage auch ein bisschen beenden werden. Denn die Sache mit dem Schneckenkorn gefällt mir gar nicht. Drum habe ich mal auf YouTube gesucht. Und in diesem YouTube-Versum gab es tatsächlich ein Video, wo über Nacktschnecken gesprochen wurde. Offensichtlich hilft getrocknete Pfefferminze als Mulch um die entsprechenden Pflanzen und Schafswolle. Na, wenn das nichts ist. Ich habe ja schließlich einen Kollegen, der Schafe hat und dem nehme ich im nächsten Frühjahr ganz bestimmt ein bisschen von seiner Wolle ab, damit ich meine Hochbeete damit mulchen kann. Ja, ihr habt es gesehen, das ist also jetzt ein Sommergarten geworden, weil ich noch nicht draußen war am Bungalow. Am Bungalow habe ich nur die beiden Kartoffelbeete. Ich weiß gar nicht, ob ich die in den vorhin schon erwähnt hatte. Ich will aber in Sommerferien auf jeden Fall ein paar Tage draußen Urlaub machen, auch wenn sich es jetzt noch nicht so ergeben hatte. Und dann geht es da draußen auch los. Vielleicht dokumentiere ich dann da den Gartenumbau auch noch, denn da habe ich auch mir ja ganz viel vorgenommen, sodass im nächsten Jahr wirklich diese ganzen Sommerpflanzungen an Gurken und Paprika, Tomaten, Auberginen, was habe ich denn jetzt noch alles? Rote Beete habe ich, Mangold. Obwohl der Mangold, der bleibt stehen, bis er nicht mehr wächst. Und ich glaube, der kann ganz gut bis in den späten Herbst hinein hier wachsen. Ja, und das kommt dann alles, also der ganze Sommergarten kommt dann raus an Bungalow, sodass ich hier dann die Flächen frei habe, wirklich nur fürs Wintergemüse, was ja auch im Mai, Juni gesät werden muss. Ich habe mir schon auch verschiedene Sachen gekauft schon, die ich im August aussehen werde, wenn dann hoffentlich die nächste Fuhre von Pflanzen geerntet ist. Ich kann ja auf meinem ersten Hochbeet schon die Zwiebeln fast rausnehmen, aber ich lasse die gerne immer so lange, bis das Grüne an den Zwiebeln dann gelb geworden ist. Also die brauchen auch noch einen Moment. Ja, und das war's auch schon für heute.
Ich melde mich dann wieder, wenn die große Ernte anfängt, obwohl ich habe schon gestern ganz viel Gurken und Basilikum geerntet. Das Basilikum, da muss ich mir jetzt ein Rezept suchen, wie ich das am besten zu einem Pesto verarbeite. Ich habe im Moment, glaube ich, 7 oder 8 Gurken im Kühlschrank zu liegen. Dann gibt es also heute Abend Gurke satt. Und ja, das war es eigentlich schon. Ja, Eisbergsalat kann ich jetzt schon wieder ernten. Und die Tomaten fangen ja erst an. Also die haben ja gerade erst die erste winzige Tomate angesetzt. Also die blühen ja im Prinzip noch. So, gut. Also das war's jetzt aber wirklich. Man sieht sich, wenn man sich sieht. Und bis dahin, tschüss.